siehst scheiße aus. Oder warst du schon immer so hässlich? Oh. Hey. Danke. Du hast mich gerettet. Vielleicht gehörst du ja doch zu uns. Was auch passiert. Ich begleiche meine Schulden immer. Sims, bereite die Spritzen vor. Alle. Adler, hör auf, unsere Zeit zu verschwenden. Er nützt uns jetzt nichts mehr. Bleib wach, Bell. Du bist der Schlüssel, um Perseus zu stoppen. Keine halben Sachen mehr. Wir spritzen das jetzt intrazerebral. Direkt ins Hirngewebe? Ich weiß nicht, ob ich das sehen will. Verdammt! Durch die Augenhöhle. Bist du dir da wirklich sicher? Ich wünschte, es ginge anders. Du schaffst das, Bell. Bell, hör zu. Du musst dich erinnern. Denk an unsere Zeit in Vietnam. Einmal noch. Bringen wir die Sache zu Ende. Wir hatten eine Mission. Denk nach, Bell. Perseus. Erinnerst du dich, Perseus in Vietnam getroffen zu haben? EKG schlägt aus. Verdammt. Herzfrequenz ist hoch. Entspann dich. Konzentration, Bell. Dein Helikopter stürzte ab. Du warst allein im Dschungel. Du hast einen Bunker entdeckt. Erinnerst du dich an den Bunker, Bell? Wir müssen wissen, was in dem Bunker war. Vertrau Adler nicht. Adler belügt dich. Vertrau ihm nicht. Hör nicht auf Adler. Er belügt dich. Finde die Wahrheit. Vertrau Adler nicht. Auf einer Mission, um Meldungen über einen sowjetischen Bunker zu prüfen, wurde euer Heli vom Boden aus getroffen. Laut deinem Bericht wachtest du inmitten eines Feuergefechts auf. Die Überlebenden des Absturzes verteidigten sich gegen einen Vietcong-Angriff. Du ranntest los und schnapptest dir einen M16. Oder vielleicht war es eine andere Waffe. Die übrigen Vietcong flohen zu den Bäumen. An dem Punkt wurde dir klar, dass niemand sonst überlebt hat. Du zogst los, um den Bunker zu finden. Der Weg gabelte sich in der Nähe einer Ruine. Du folgtest dem rechten Abzweig, nicht dem linken. Runter, auf dem Boden! Wir kommen! Nicht dran, mit
besser. Unten bleiben. Nutzt das Gras als Deckung. Würdest du einen Monat lang die Latrinen putzen? Komm zurück! Ich bin noch nicht fertig mit dir! Du hörtest russische Stimmen aus einer Höhle auf der anderen Flussseite, also hast du nachgesehen. Bell, ich will, dass du umdrehst und in die Höhle gehst. Bell tritt langsam weg. Die Seilrutsche in der Nähe war der beste Weg zurück zur Höhle. Du wolltest so schnell wie möglich zu diesem Bunker. Bell, dreh um und nimm die Seilrutsche, um den Bunker zu erreichen. Du sahst ein Feuergefecht und hieltest dein M16 bereit. Roger, Ingenieur unterwegs. Ankunft in 2 Minuten. Das war der Bunkereingang, den du in deinem Bericht beschrieben hast. Himmel, was passiert mit ihm? Ich verstehe kein Wort von dem, was er sagt. Das CIA-Programm zur Gedankenkontrolle war mit eingepflanzten Erinnerungen recht erfolgreich. Wir haben eine Mission. Erhöhen wir die Dosis und starten diesmal Nummer 1B. Es kann losgehen. Laut deinem Bericht war der Rest deines Teams verschwunden, als du aufwachtest. Die Vietcong suchten am Boden nach Überlebenden. Du hieltest deinen Bogen bereit, um sie lautlos auszuschalten. Der Weg gabelte sich in der Nähe einer Ruine. Du folgtest dem rechten Abzweig, nicht dem linken. Die Seilrutsche in der Nähe war der beste Weg zurück zur Höhle. Du wolltest so schnell wie möglich zu diesem Bunker. Du
griffst nach deiner Schrotflinte und hattest einen Bogen dabei. Dann bemerktest du ein Treffen von Vietcong-Soldaten mit sowjetischen Agenten. Ja, Bell. Das war die Tür zum sowjetischen Bunker. Park hat hier was aufgeschrieben. Sie meinte, dieser Abschnitt könnte Anfälle auslösen. Aufhören, Bell. Fuck. Fuck. Gib mir das Rückführungsszenario, Hand. Hier, bitte. Bell, wir haben eine Mission. Laut deinem Bericht wachtest du inmitten eines Feuergefechts auf. Die Überlebenden des Absturzes verteidigten sich gegen einen Vietcong-Angriff. Du schnapptest dir einen Granatwerfer und ranntest los. Der Weg gabelte sich nahe einer Ruine. Du nahmst den vielbenutzten Pfad zu deiner Linken, statt den zum Wasserfall zu deiner Rechten. Zufolge lag der Bunker auf der anderen Seite. Du gingst an der Gabelung nach links, nicht nach rechts. Verbinde
Verbündete saßen an einem Kampf fest. Du nahmst dein Scharfschützengewehr, um zu helfen. Das Kommando sagt, wir müssen das Haus sichern. Kommando, hier ist Big Duke 4. Wir haben einen möglichen Sowjet-Kommando-Posten in Sicht. Zerstört hatte, fandest du eine versteckte Bunkertür. Geh nachsehen, Bill! Ist mir egal, ob die Scheißtür klemmte, mach sie auf! Gib Bell noch eine Spritze. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist bei so einer hohen Dosis. Die Krämpfe sind heftig. Jemand muss was tun. Sekunde. Bell scheint sich zu beruhigen. Vielleicht ist es okay. Zum Henker macht Bell im Labor. Bell, vergiss das scheiß Labor, ich muss... Verzehrung, Mann. Überlebt Bell noch eine Runde? Das fragst du mich? Tu es. Wir gehen nicht mit leeren Händen. Szenario 17. Bereit. Bell, wir haben eine Mission. Waren wir schon. Springe zur nächsten Stelle. Die Bunkertür war da in der Ruine, Bell. Du gingst hinein. Bell, geh jetzt in den Bunker. Und ihre Verbündeten verzehren alles, was uns lieb und teuer ist. Unsere Anführer sind schwach angesichts dieser Bedrohung.
Es ist Perseus Pflicht zu handeln, wenn sie versagen. Bald besitzen wir eine amerikanische Atombombe. Den Schlüssel zu ihrem gesamten Greenlight-Arsenal. Haben wir erst die Kontrolle, zünden wir die Waffen aus sicherer Entfernung in Solovetsky. Ich muss wirklich...